Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch ein DM Haul. Die Produkte, die ich bei DM geshoppt habe online. Eigentlich ist es eher ein Online DM Haul, weil wie gesagt, meistens die DM Produkte bestelle ich online, weil ich schaff's nicht immer oder habe Zeit zu DM zu fahren. Weil die nächste DM, die wir haben, sind einmal 50 Kilometer oder 20 ist das nächste. Und also ist wirklich nicht gerade dicht. Wir haben nur Rossmann in unserem Ort. Und deswegen die Produkte, die ich bei DM Shop kaufe, die ihr seht, ist meistens online geshoppt. Weil wie gesagt, ich schaff's nicht jedes Mal extra dann noch irgendwie zu DM zu fahren. Weil mir die Arbeit und das manchmal schaffe ich das einfach nicht. Deshalb ist Bestellen dann einfach dann doch schneller. Und dementsprechend sind es Nachkaufprodukte, die ich hier schon aufgebraucht habe. Da wo ich Backups brauche. Es ist sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetikprodukte dabei. Fangen wir mit den Pflegeprodukten an. Nämlich für die Haare habe ich von Glisco eine Haarpflegereihe. Nämlich die Aqua Revive Reihe gekauft. Das ist die Feuchtigkeitsreihe. Die Sensors, also das ist das Shampoo und das ist die Spülung. Und dazu gibt es ja auch noch das passende Haarserum. Auch in dieser Verpackung, auch das Aqua Revive Disco Serum, aber das habe ich schon längst gekauft gehabt, bevor ich sogar mit YouTube angefangen habe. Dementsprechend habe ich das Produkt schon länger in meiner Sammlung. Oder wann kam es raus? Ja, es war auf jeden Fall, war schon raus, als ich mit YouTube angefangen habe. Auf jeden Fall gab es schon die Reihe. Also ist Feuchtigkeitsshampoo, so ist eine Feuchtigkeitspflegereihe mit Hyaluronkomplex, Meeresalge, also ein Wirkstoff aus dem Meer, was sehr gut für uns verträglich ist. Wer gerade empfindlich oder sensibel ist, sind solche Inhaltsstoffe natürlich, weil die sind mit unseren Zellen nah verwandt, wenn man das so sagen kann, weil das Leben, was ursprünglich angefangen hat, kam ja aus dem Meer. Dementsprechend und dann irgendwann von sind die ersten Lebewesen auf den Land gegangen. Und so sind wir dann halt. Aber ich glaube, ihr wisst es auch. Da will ich nicht weiter darauf eingehen. Glänzendes, gesundes, aussehendes Haar, ohne zu beschweren. Für normales bis trockenes Haar. Das ist die Reihe, was steht hier. Dein Haar fühlt sich ab und zu trocken und nicht geschmeidig an. Da benötigt es eine extra Portion Pflege für gesund. Sehen den Glanz und ein seidig weiches, schwereloses Gefühl. Glisco Aqua Revive bietet sanfte Reinigung ohne zu beschweren, für jeden Tag geeignet. Glänzendes, gesund aussehendes Haar für ein mit Feuchtigkeit versorgtes Haargefühl. Das ist eine Kombination aus hochwertigen Haaraktivstoffen. Essenzen der Natur ist die Basis aller Glisco-Formen. Sie sind auf die spezielle Bedürfnisse der Haar zugeschnitten und sorgt für Reparatur und ein sichtbar verbessertes Haarqualität. Die Aqua Revive Linie mit Hyaluronkomplex plus Meeresalge spendet Pflege für ein mit Feuchtigkeit sorgtes Haargefühl ohne künstliche Farbstoffe und ohne zu beschweren für jeden Tag geeignet. Seid ihr jemand, der die Haare jeden Tag wäscht oder seid ihr diejenige, die so 3 bis 4 Mal wöchentlich, also regelmäßig eure Haare? Weil jeden Tag ist es bei mir auch nicht die Haare. Meistens versuche ich das wirklich 3-mal die Woche die Haare zu und einen Tag überbrücke ich dann meistens mit einem trockenen Shampoo. Ich versuche das so ein bisschen hinaus zu zögern. Das sind nicht extrem. Ja, wenn es jetzt wärmer wird im Sommer, ist es dann häufiger, weil man dann einfach mehr, weil es wärmer ist und dann duscht man automatisch auch ein bisschen mehr.
Und da finde ich, ist es so besser. Also okay, das war jetzt das Shampoo. Dann kommen wir zu der Spülung, die Feuchtigkeitsspülung. Letztendlich gesund aussehendes Haar ohne zu beschweren, ebenfalls für normal bis trockenes Haar. Denn perfekte Kennbarkeit ohne zu beschweren, für jeden Tag geeignet. Glänzendes, gesund aussehendes Haar für ein mit feuchtigkeitsversorgtes Haargefühl. Also, es ist dasselbe wie auch bei den Shampoo. Spülung ist ja meistens so, dass die dafür sorgt, dass die Haare kennbarer sind. Ich weiß nicht, ist es bei euch so, dass die kennbar sind oder doch Knötchen haben? Weil da ist manchmal so, ich weiß nicht, meine Haare verknoten sich so schnell. Es ist so kleine Knötchen. Also, ich kann eigentlich fast alle 10 Minuten 5 meine Haare kämmen, weil die verknoten sich so schnell. Also ich weiß auch nicht, ob ich da ich auch irgendwie an andere Produkte vielleicht mal ausprobieren muss, um zu probieren, ob es dann besser wird. Weil damit habe ich Probleme, weil langes Haar tut sich irgendwie schneller, ist schwerer durchzukämmen. So, jetzt, das war die Haarprodukte, Shampoo und Spüle kosten 2,79 €. Genau, das ist meistens so, sowohl bei Shampoo als auch Spülung. Das ist so 2,79 €. Habe ich überhaupt die Milliliteranzahl gesagt? Shampoo hat 250 und Spülung 200 Milliliter. Dann kommen wir jetzt zu dem Körper. Da habe ich ein Balea Duschgel gekauft. Live Life in Full Bloom. Balea Flower Shower. Duschgel mit zart blumigem Duft. Der sieht so aus und die Balea Duschgele haben 300 Milliliter und kostet 65 Cent. Das ist halt so die günstigere Marke bei DM. Bei Rossmann ist es ja Isana, die günstigere Marke von bei Rossmann. Und Valeria ist halt die günstige Marke bei DM. Sei stets neugierig wie unser kleiner Waschbär und genieße dein Leben in vollen Zügen. Mit unserer Duschgel Flower Shower nimmst du dir eine kunterbunte Blumenwiese mit wertvollen Duft nach Hause. Nanda? Also ich finde, es riecht schon nach Brombeere. Ja, schon leicht so nach Rose. Aber ist angenehm. Also ist nicht zu kurz. Natürlich ist wenn man duscht, noch ein bisschen anders. Da kann sein, dass der Duft dann entweder stärker wird oder so bleibt. Also hier, wenn ich aus der Flasche das rieche, riecht es ziemlich angenehm, nicht so aufdringlich. Also das werde ich mal ausprobieren. Wie gesagt, so Brombeere, Blumenduft. Wie hier ist, sind Rosen. Ja, ich weiß gar nicht. Ist das Veilchen das? Auf jeden Fall Rose erkenne ich. Brombeere auch. Ist halt wie gesagt auch Mikroplastikfrei. Und wie gesagt, hier habt ihr einen schönen Waschbär drauf. Das ist natürlich super süß. Ja, und die Duschgele kosten ja so mal 65 Cent. Dann habe ich von Rexona das Maximum Protection Creme Stick Deo, das Extra Strong, dreimal Schutz bei Stress, Hitze, Bewegung, Clean Scent. Das ist halt dieses Blaue. Es gibt ja noch zwei andere Varianten. Dann gibt es die ja einmal noch in Gelb. Ja, das ist so ein Neon. Ja, Gelb, wenn man das schon sagt. Und dann hat man noch so ein schönes Rosé. Ich weiß jetzt nicht, welche Richtung es ist, weil wie gesagt, ich kaufe nur das Clean Scent nach, weil es schützt richtig gut. Also man hat wirklich einen starken Schutz. Dann kann halt in der Schutzgeschweiß Geruch. Also unser stärkster Rexona Creme Stick für Dreifach Schutz. Also wie gesagt, gegen Stress, Stress, Hitze und Bewegung. Also gerade gut auch für den Sommer. Also darauf konnte man sich echt gut verlassen.
So, das ist ein sehr, sehr gutes Produkt, das ich auch seit Jahren immer wieder nachkaufe. Früher war es so eine weiße mit der Aufschrift und jetzt ist es mittlerweile so hier blau und hier so braun. Aber das Produkt ist gleich geblieben. Nur die Außenverpackung, dieses sich verändert, aber sonst ist es gleich. Das ist so zum Aufdrehen. Ist auf jeden Fall ein gutes Produkt und ich habe hier 45 Milliliter drin. Kostet 4,45 Euro oder 49, also 4,49 Euro. Auf jeden Fall so unter 4,50 Euro. Ist natürlich, drauf an, wo ich es hier kaufe, weil es kann da Unterschiede geben. Aber normalerweise 4,45 Euro oder 4,49 Euro kostet es. Dann kommen wir jetzt zu den Pflegeprodukten, eher gesagt Tuchmasken und dann eher zu einer reinigende, eine Pili. Nein, ich sag das jetzt nicht. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Ich habe von Balea eine Creme Peeling, nämlich das Balea Pink Peel Off Maske, also eine reinigende Maske. Die sieht so aus, ist die Pink Peel-Off Maske verfeinert das Haupe mit Grapefruit-Extrakt und Schimmerpartikel tiefenreinigend für Mischhaut mit Sofort-Effekt. Das ist halt eine bezauberndere Glow und pure Tiefe reinigende Haut. Die Balea Pink Peel-Off Maske mit Grapefruit-Extrakt entfernt sanft abgestorbene Hautschüppchen, Talg und Verschmutzungen und bringt den Teint zum Strahlen. Die pinke Gelformel mit Schimmerpartikel reinigt und klärt die Haut sofort. Wer regelmäßig anwendet, kann verstopfte Poren und der Neuentstehung von Unreinheiten entgegengewirkt werden. Patinol beruhigt die Haut und unterstützt Erholung. Also hier habt ihr so zwei Sachets und jeweils 8 ml sind so drin. Und die Balea, diese 8 von Masken kosten 50 Cent. Dann gibt es ja die Tuchmasken, die sind natürlich etwas teurer, aber an sich dieses in diese zwei Sachets, die kosten meistens so 50 Cent. Ja, und ihr könnt es bis zu dreimal wöchentlich anwenden. Ich tue es meistens zwei, ja doch, dreimal tue ich schon, doch. Dreimal wöchentlich tue ich das tatsächlich, damit es einfach reinere Haut ich habe. Klar, ich und dann die Produkte nehme ich zur Unterstützung. Also weil zur Zeit ist es ein bisschen extremer, da wo sich hier gerade in diesem Bereich sich da irgendwie so kleine Pickelchen gebildet haben. Das hat man manchmal einfach, dass es dann doch, dass wir Unreinheiten haben, dass da Pickel. Gerade in. Also mal schauen. Aber normalerweise geht das mit den Produkten, hält es dann auch gut ab. Damit habe ich dann gar keine Probleme. Dann kommen wir erstmal zu den Augenpads, die ich gekauft habe. Da habe ich einmal von Chebens die Golden Glow Augengel Pads. Das ist ein Multi-Effekt, reduzieren Augenringe und Schwellungen. Mehr Feuchtigkeit und Ausstrahlung. Kostet 95 Cent, mildert Augenringe und bis zu 86% reduziert Schwellungen und bis zu 71% erhöhen die Hautfeuchtigkeit um bis zu 21%. Glam Up Your Eyes. Shavens Golden Glow Augengel Pads sind das perfekte Pflege-Extra für die anspruchsvolle Augenpartie, die Rezeptur mit feuchtigkeitsspendendem Aloe Vera, restrukturierendem Phytoprotein, Lutein und Gold schenken mehr Glow und versorgen die Haut mit Feuchtigkeit. Trockenheitsfältchen im Augenbereich werden gemildert, Augenringe und Schwellungen effektiv reduziert und die Ausstrahlung so sichtbar verbessert. Die Augenpartie wirkt glatter, fester und strahlt frischer Glow aus. Also auf jeden Fall, das hört sich natürlich gut an. Und dann natürlich vegan. Die haben jetzt längere Augengel-Pads.
Früher waren die etwas kürzer, aber jetzt haben die eine längere Form, die Pads von Shebens. Was natürlich gut ist. Weil man hat ja nicht immer den gleichen Abstand oder was man zu Auge Innenwinkel und Augen Außenwinkel. Wenn ich das jetzt so richtig beschrieben habe. Auf jeden Fall ist es eine gute Gel-Augenpads. Und die sind wirklich sehr gut für unter die Augen, die pflegen richtig gut die Augenpartie. Wie gesagt, 95 Cent. Dann habe ich die Balea Hydro Augenpads. Das habe ich zweimal die gleiche Variante mit Hyaluron, Passionsfrucht und Passionfruchtextrakt und Koffein. Die sehen so aus, also sind so farbig. Davor habe ich zwei Stück. Effektive Pflege für eine vitalisierte Augenpartie. Die zweifarbige Hydrogel-Augenpads sind Teil einer Powerformel mit Hyaluron, Passionsfrucht, Extrakt und Koffein und wirken Schwellungen sowie Augenringe entgegen. Die kühlende Pads spenden intensive Feuchtigkeit und polstern feine Linien sichtbar auf für eine frische und strahlende Augenpartie. Die könnt ihr so 10, 15 bis 20 Minuten einwirken. Oh, hab ich dir gesagt, wie lange ihr die hier einwirken lassen könnt, die Gel-Pads. Die lasst ihr auch 10 bis 15 Minuten unter den Augen und die Peel-off-Maske lasst ihr so 10 bis 15 Minuten einwirken. Wie gesagt, die lasst ihr so 15 bis 20 Minuten einwirken. Meistens lasse ich die tatsächlich die 20 Minuten drauf, damit es noch einen vitalisierten Augen, ja, vitalisierten frische. Oh, wie sagt man? Mir fehlen dazu jetzt die passenden Worte. Man hat ein wacheres Aussehen, Erscheinungsbild. Ja, man sieht wacher damit aus. Also, wenn man also sagt, und die kosten 75. Genau. Dann habe ich jetzt nur noch die Tuchmaske. Da habe ich einmal von Balea die Retinol-Tuchmaske. Intensive Feuchtigkeit mit Retinol, Phytoskolan und Vitamin E, straffend und glättend, ist für die anspruchsvolle Haut. Und die kostet 95 Cent. Also die Balea Retinol-Tuchmaske mit einem ausgewählten Wirkstoffkomplex aus Retinol, Phytoskolan, Hyaluron und Vitamin E wirkt intensiv. Feuchtigkeitsspender und schenkt der Haut fühlbare Geschmeidigkeit. Retinol und Vitamin E schützen die Haut vor antioxidativen Stress und freien Radikalen. Die Formulierung kann die Zellerneuerung beschleunigen und lässt das Hautrelief ebenmäßiger und die Gesichtszüge straffer erscheinen. Fältchen und Linien wirken geglättet. Und die lasst ihr 15 Minuten einwirken. Halt die verbleibenden Rückstände, könnt ihr ja einfach in eure Haut hier einmassieren. Gemäß herunter in Hals, Dekolleté-Bereich, damit das Produkt, was ihr wirklich nur auf die Hände habt, wirklich einfach gut verteilt ist. Die Balea-Tuchmasse sind wirklich gut. Sie sind gut durchgetränkt, weil es gibt sehr Tuchmasken. Also ich muss sagen, ich hatte es noch nicht, aber ich habe es schon gehört gehabt, dass manche Tuchmasken nicht so gut durchgetränkt sind. Aber die Tuchmaske, die ich kaufe, die sind immer sehr gut getränkt, sind sehr gut mit dieses Serum durchgetränkt, dieses Tuch, was die da haben. Also bisher habe ich eine gute Erfahrung gemacht. Jetzt kommen wir zu Garnier Skin Active, die Hydra Bomb Tuchmasken. Dabei habe ich einmal die Standard, die für
Hydra Bomb Tuchmaske intensive Feuchtigkeit spendet plus revitalisierende Granatapfelextrakt und Hyaluronsäure. Das ist jetzt für die feuchtigkeitsbedürftige Haut. Die kennt ihr alle. Das ist so der Standard unter der Tuchmaske von Garnier. Die Tuchmasse von Garnier kostet 1,95 Euro. Die lasst ihr so 15 Minuten einwirken. Und das meine ich, die sind richtig gut mit dem Serum. Das Tuch ist sehr, sehr gut mit dem Serum durchgetränkt. Also ihr habt wirklich ein gutes Gefühl. Manchmal denkt man, wenn man das runternimmt, es ist schon so trocken. Ich hatte das einmal gehabt, wo ich dachte, hey, wo hat sich die Haut schon mal das Serum komplett eingesaugt gehabt? Also da habe ich manchmal mich schon gefragt, gerade, also wie, aber die von Garnier sind wirklich gut. Und die sind tatsächlich noch, die sind wirklich sehr gut getränkt, deswegen bleibt manchmal sogar etwas Serum noch da drin. Also die fühlen sich noch wirklich noch feucht an. Ist auf jeden Fall gut. Also ist eine sehr, sehr Feuchtigkeit revitalisierende Tuchmaske, die ein wirklich ein frisches und belebte Teint hinterlässt. So, das ist eine der Tuchmasse. Dann habe ich für alle Hauttypen, auch für die empfindliche Haut, die intensiv Feuchtigkeit spendende erfrischende Hyaluronsäure und Aloe Vera. Diese Tuchmasken an sich sind hier schon immer kühlend. Das ist sehr, sehr gut natürlich für den Sommer. Weil gerade da will man sich schon ein bisschen erfrischen. Da sind solche Tuchmasken genau richtig. Weil so hat die Haut einfach noch ein frischeres Gefühl. Weil es ist auf die Haut. Aber ich habe es ja schon erwähnt gehabt in meinen Videos. Bevor ihr die verwendet, könnt ihr die noch kurzzeitig in den Kühlschrank reinlegen. Sowohl die Augenpads, aber auch die Tuchmaske an sich könnt ihr auch noch in die Kühlschrank reinlegen. So 5 Minuten, ja, ich weiß nicht, 10, ob es dann doch ein bisschen zu kalt sein kann. Auf jeden Fall 5 Minuten würde ich schon sagen, kann man die schon in den Kühlschrank reinlegen und dann die verwenden. Aber 10 Minuten, glaube ich, wäre dann schon zu kühl. Also das wäre, glaube ich, nicht für jeden was, wenn man es zu lange im Kühlschrank drin lassen würde. Also ist auch wieder eine gut durchgetränkte Tuchmaske. Dann die letzte Tuchmaske, die ich habe, ist die intensiv feuchtigkeitsspendend straffend aufpolsternde Hyaluronsäure und Traubenkernextrakt ist hier drin. Erst, das ist für die erste Anzeichen der Hautalterung. Das ist dieses hier. Also die Maske. Wie gesagt, die lasst ihr auch so 15 Minuten einwirken. Die sind auch sehr angenehm von Duft her, sind nicht irgendwie so stark oder so, sind ziemlich angenehm und die kostet ebenfalls so 1,95 Euro. Das waren jetzt meine ganzen Pflegeprodukte, also für die Haare, für den Körper was und auch für das Gesicht. Jetzt kommen wir zu den dekorativen Kosmetikprodukten. Da habe ich einmal einen Concealer nachgekauft. Der Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Das ist dieser hier. Also den kennt, glaube ich, auch jeder. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch den Concealer und weiß, dass der wirklich gut ist. Da habe ich die 005 Like Natural. Das ist ein wirklich hochdeckender Concealer, der wirklich gut die Augenringe Unreinheiten abdecken kann. Also damit habt ihr wirklich einen hochdeckenden Concealer. Also der Concealer kann sehr, sehr gut mit High-End-Marken mithalten. Also da braucht ihr nicht immer die teuerste Produkte nicht. Da reicht auch so ein günstigeres Drogerieprodukt. Und das und den Concealer kauft mir immer wieder nach, weil ich habe den ja auch kürzlich aufgebraucht gehabt. Ich habe ja andere noch in Anwendung, aber sobald ich da auch schon ein paar Stück aufbrauche, es steht der schon in den Startlöcher. Hier habt ihr
5 Milliliter drin und kostet, boah, da bin ich jetzt überfragt, weil der Truskin Concealer, weiß ich, kostet der 4,25 €. Aber der jetzt, boah, kostet doch unter 4 €. 3,75 €. Boah, das weiß ich gar nicht. Das ist blöd. Komisch, dass ich bei den Truskin das weiß, aber bei den Liquid Camouflage nicht weiß den Preis. Auf jeden Fall ist der unter 4 €. Aber den Farbton, den habe ich wie gesagt online gekauft. Ich weiß jetzt nicht, ob es den in den Drogerien noch zu kaufen gibt, weil ich hatte geschaut gehabt, irgendwie hier habe ich den da nicht gefunden oder der war da zu dem Zeitpunkt noch ausverkauft gewesen. Kann sein, dass die es habe oder auch nicht. Oder dass dieser Farbton rausgegangen ist aus den Drogerien, dass es den in diesem Farbton nur noch online zu kaufen gibt. Weil das würde ich sehr, sehr schade finden, wenn es wirklich nur den online zu kaufen geben würde. Aber ich gehe dann mal von aus, dass der den Läden noch zu kaufen gibt. Weil, wie gesagt, es kann sein, dass er zu dem Zeitpunkt, als ich den gesucht habe, ausverkauft war. Dann kommen wir jetzt nur noch zu den Lippenprodukten. Da habe ich 4 von Catrice und einen von Essence. Mit dem von Essence fangen wir an. Das ist aus dem neuen Standard, sollte man der Essence Tinted Kiss Dry Lip Tint. Ich hatte ja schon einmal eine Farbton gezeigt, die Cora Colada war es. Und hier habe ich jetzt die 01 Pink Fabulous. Das ist ein feuchtigkeitsspendender Lippenfarbe mit cremiger Textur und natürlicher Finish. Das sieht so aus. Also das ist so ein Produkt. Hier habt ihr drin 4 Milliliter. Die kosten 2,79 €. Ja, genau. Auf jeden Fall ist es ein sehr gut. Ich hatte hier euch den anderen gezeigt, aber ich habe den zurzeit noch nicht ausprobiert gehabt. Da werde ich auch noch, weil wie gesagt, ich habe noch andere Lippenprodukte, die ich noch ausprobiere, die ich leer machen möchte. Und wenn es so schon zum Neigen neigt, die Produkte, dann werde ich auch anfangen, die Produkte zu verwenden. Dann habe ich wieder ein Nachkaufprodukt nachgekauft, nämlich der Catrice Lip Jam Hydration Lip Gloss in der Richtung 030 Electric Peach of Heaven. Also das ist tatsächlich so ein Nachkaufprodukt. Das ist ein sehr, sehr schönes, feuchtigkeitsspendender, pflegender Lip Gloss Produkt, was eure Lippen richtig gut pflegt. Die kosten 3,79 €. Das ist auf jeden Fall ja schon noch günstig und hat hier so 10 Milliliter drin. Also den kaufe ich, seitdem es den gibt, kaufe ich den mir immer wieder nach. Also den habe ich jetzt schon mehrmals nachgekauft gehabt, habe den auch schon mehrmals aufgebraucht gehabt, geschafft. Also das ist tatsächlich ein Produkt, ein Go-To. Ohne den kann ich schon gar nicht mehr. Dann der nächste Produkt. Ist auch wieder ein Nachkaufprodukt für den Produkt, was ich schon fast aufgebraucht habe, nämlich von Catrice Plump It Up. Das ist ja so eine Lip Booster Reihe. Da hatte ich die 040 From Me Wong. Also das ist derselbe Farbton, den ich euch schon mehrmals jetzt gezeigt habe in Videos. Der ist mit Menthol. Schmeiß weg. Lipgloss mit prickelndem, kühlendem Effekt. Also der ist ziemlich angenehm, weil es gibt ja von anderen Marken, die ich mitgekriegt habe, von anderen, dass die etwas prickelnder sind und auch nicht so angenehm auf den Lippen zu tragen sind. Der, muss ich sagen, ist der einzige, was wollte ich jetzt sagen? Der Lipbus ist der einzige, den ich verwenden kann, weil der nicht so extrem ist. Es hat schon wirklich ein bisschen Menthol, merkt man schon, aber es ist nicht extrem unangenehm, dass man das sich am liebsten runter machen würde. Also der ist ziemlich
angenehm dieser Lip Booster und ist ein richtig schönes Produkt und auch eine richtig schöne Farbe. Und die kosten, boah, irgendwas über 3 Euro, aber unter 4 Euro, meine ich. Und dann kommen wir zu zwei letzten Lippenprodukten. Da habe ich einmal das Lip Sugar Scrub and Balm. Das ist halt ein Peeling Lippenbalsam mit feinem Zuckerpartikeln. Hat 4 Gramm drin, ist die 010 Zuckerkiss. Das ist halt dieses Produkt hier. Das ist halt so ein normaler Stick. Ich habe jetzt dieses Produkt online nicht gefunden gehabt, weil ich wollte nach dem Preis geschaut, habe ich jetzt nicht gefunden. Ob der jetzt zurzeit ausverkauft war oder auf der Seite gerade es nicht gegeben hat, kann es vielleicht sein, aber meistens solche Produkte kosten ja so 3,99 €, diese Lippenprodukte, dieses, oh, das sind die günstiger als 4 Euro. Da bin ich jetzt überfragt bei den Lippenprodukt. Und das letzte Lippenprodukt ist aus der Skandalös Matte Lipstick-Reihe. Das ist halt eine neue Lippenstift-Reihe bei Catrice. Habe ich 040, wer heißt 040 Rose Seduction. Also hat sie und sieht halt ein bisschen anders aus als der aus der Shine Bomb Reihe. Und die kosten 4,45 €. Also das ist auch auf jeden Fall eine neue Reihe bei Catrice. Ich weiß es nicht, kamen die jetzt erst kürzlich rein in Erscheinung? Ja, meine ich schon. Also nicht letztes. Also nicht in den Herbst. Seit dem Momentumstellung. Da waren die noch nicht drin. Genau, die kamen jetzt ja auch kürzlich erst rein. Das ist ein schöner, ja, Rosenholz, rosiger Ton. So ist, denke ich mal, auch schön tragbarer Look. Also schöne Lippenfarbe, der halt matt ist. Also dazu muss ich auch sagen, der sieht wirklich matt aus. Ja, mal schauen, wie die Produkte so sind. Ja, das waren die Produkte, die ich bei DM online geshoppt habe. Also es waren einige Nachkaufprodukte dabei. Weil wie gesagt, ich habe so die Produkte wirklich gefunden, die ich gerne verwende, die ich auch auf mich immer verlassen kann, dass sie wirklich toll sind. Ja, und auch natürlich Produkte, die ich gerne mal ausprobieren möchte. Ja, das war jetzt der DM-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann abonniert gerne meinen Kanal. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das ein oder andere Produkt vielleicht selber zu Hause habt. Oder schon mal ausprobiert habt, wie gesagt, schreibt mir das gerne unter die Kommentare. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Wochenende und einen schönen Sonntag. Bevor ich drehe, haben wir jetzt noch Samstag, aber das Video lade ich erst morgen, also auf Sonntag, lade ich das erst hoch. Deswegen, ich wünsche dann euch noch einen schönen, erholsamen Sonntag. Und dann wünsche ich euch schon mal einen schönen, schönen Wochen. Einen schönen Start in die neue Woche. So, ey, manchmal denke ich mir, da sagt man, aber es hat irgendwie nicht so wirklich Sinn. Also da denke ich mir auch, was rede ich denn? Das war doch nicht richtig. Also ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, einen schönen Sonntag und einen schönen Start in die neue Woche. So. Dann hoffentlich sehen wir uns ein neues Video wieder. Bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Tschüss.